Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Mir zugeschalten ist jetzt Markus Fischer. Er ist der Vater jenes neunjährigen Buben, über dessen Bild heute ganz Österreich spricht. Grüß Gott, Herr Fischer. Guten Abend, Herr Fellner. Herr Fischer, vielleicht bevor wir starten, würde ich die Regie bitten, noch einmal kurz dieses Bild einzublenden. Der Großteil der Zuseher hat es wahrscheinlich in den letzten zwei Tagen in den Medien gesehen. Ihr Sohn Jason, 9 Jahre alt, hat einen Test vor der Tür geschrieben, der Volksschule, weil er keine Maske getragen hat. Er hatte an sich einen Maskenattest, aber die Schule wollte das so nicht akzeptieren. Aber vielleicht können Sie noch einmal darlegen, was ist denn da genau passiert aus Ihrer Warte? Ja, wir haben für unseren Sohn nach längerer Wartezeit einen Termin bekommen, in Graz beim Arzt, bei einem praktizierenden Arzt. Das war am 7. Jänner, haben für unseren Sohn dann, nachdem er wirklich beeinträchtigt war durch die Maske, in mehreren Varianten, die möchte ich aber nicht unbedingt im Fernsehen nicht breitschlagen, was es wirklich der Grund war, wir haben von einem praktizierenden Arzt einen Maskenbefreiungsattest bekommen. Das war am 7. Jänner und am 9. Jänner, also ein Tag bevor die Schule wieder begann, haben wir dieses Attest über, so wie es üblich ist, Schoolfox an seine zwei Lehrerinnen geschickt, haben dann natürlich am Abend unser Kind, so wie es vorgesehen war, Corona getestet, war natürlich negativ, und haben dann in der Früh am Montag vor Schulbeginn die ganze Familie, meine Frau, ich und den Sohn, noch einmal Corona getestet, haben ihn dann zur Schule gebracht und wurden um ungefähr 10 Minuten vor 7:30 von einer seiner zwei Lehrerinnen kontaktiert. Und uns wurde gesagt, dass die Direktorin das diese Maskenbefreiung nicht akzeptiert. Daraufhin bin ich mit meiner Frau zur Schule gefahren, haben geschaut, wo die Direktorin ist. Die war gerade unterwegs, wir haben dann ein paar Minuten gewartet. Dann kam sie, dann habe ich gesagt, guten Morgen, Frau Direktor. Mich würde interessieren, bitte, woran es da entscheidet, was es los ist, warum Sie das Attest nicht akzeptieren. Sagt sie, ja, wir haben jetzt von der Schulbehörde eben diese neue Ausschreibung gekriegt und da steht drinnen, dass die Kinder alle Masken tragen müssen. Daraufhin habe ich gesagt, es ist mir bewusst, ich weiß, wie diese Ausschreibung aussieht, jedoch steht da nirgends drinnen, dass Kinder mit einer Maskenbefreiung nicht im Unterricht und nicht ins Klassen- oder Schulgebäude rein dürfen. Das steht nirgends. Bitte zeigen Sie mir das. Daraufhin gemeint, sie hat für das jetzt keine Zeit. Ich habe gesagt, bitte nehmen Sie sich die Zeit. Auch ich habe mir die Zeit nehmen müssen, dass ich da jetzt herfahre mit Ihnen rede. Und dann hat sie gemeint, ja, sie muss das erst suchen. Dann habe ich gesagt, machen Sie dann keine Sorgen. Ich habe das bereits auf mein Handy runtergeladen. Ich weiß, was da steht. Wir können uns das anschauen. Da steht eben für Volksschüler Mund-Nasen-Schutz und für Hauptschüler FFP2-Maske. Und es steht leider nirgends, oder es steht nirgends, dass Kinder eben mit dieser Befreiung nicht in die Schule dürfen. Daraufhin hat sie gemeint, sie hat die Verantwortung für 340 Kinder, was ich auch verstehe. Auch ich habe eine gewisse Verantwortung, halt nur für ein Kind, aber der war auch getestet. Worauf ich nicht gesagt habe, schauen Sie, jetzt sitzen die Kinder mit der Maske im Zimmer und in 3 Stunden sitzen die gleichen Kinder im Hort ohne Maske. Ich meine, man muss das schon verstehen. Was geht da jetzt ab? Das müssen Sie mal erklären. Die Direktorin ist dann natürlich nicht runtergestiegen. Von ihrer Seite hat sich leider auch nicht bemüht, das irgendwie gleich zu lösen, indem man vielleicht ein Telefonat macht an die Bildungsbehörde und fragt, wie man diese Situation jetzt handhaben sollte. Ich habe dann darauf gesagt, ja, was machen wir jetzt weiterhin? Es geht auch darum, dass mein Sohn morgen einen Test hat, auf den er sich jetzt 3 Wochen lang in seinen Ferien intensiv vorbereitet hat, zusammen mit mir. Und es war ihm ein Anliegen, dass er den Test morgen in seiner Klasse mit den Kindern zusammenschreibt. Ich bin dann auch zu den 2 Lehrerinnen gegangen, die da verantwortlich waren. Die sind unten im Parterre, miteinander dann gesprochen. Ich habe gesagt, es wird irgendwo eine Möglichkeit geben können, dass wir den Buben schon bringen, wenn es ihn heute nicht reinlässt, weil Kinder, der dich bitte nicht geweint.
vorn draußen, weil die hat sich schon gefreut. Die hat schon eine Woche lang Papierblumen und Schokolade gesammelt für seine Schulfreunde und für die Lehrerin, die ihm sehr am Herzen gelegen sind. War für mein Kind natürlich unverständlich, warum man nicht in die Schule gehen darf. Uns wurden dann die Sachen übergeben durchs Fenster, dass er eben Distance Learning machen kann, die Woche oder wie auch immer. Und ich habe dann gesagt, bitte findet eine Möglichkeit, dass mein Kind morgen diesen Test macht. Ist ja sehr motiviert und wie gesagt, der ist 9 Jahre alt. Er hat sich vorbereitet drauf. Ich habe gesagt, wenn du den Test auf ein sehr gut schreibst, kriegst du von mir den groß und heiß begehrten Lego-Bausatz. Kinder will man halt motivieren und es war ihm dann wichtig, dass er den schreibt und er quält mich auch heute noch, weil er wissen will, wie der Test jetzt ausgegangen ist, weil er sein Lego will. Und es ist bitter, wenn man das als Elternteil sieht, wie da Kinder traurig sind und weinen und das nicht verstehen, was jetzt wirklich funktioniert oder abgeht und was überhaupt los ist. Mit der Direktorin oder der Lehrerin darauf geeinigt, dass er diesen Test vor der Schule schreibt. Wessen Vorschlag war denn das? So weit waren wir in dem Moment noch gar nicht. Ich habe dann zu den Lehrern gesagt, es wird doch wohl irgendwie eine Möglichkeit geben, dass der Bub den Test vorschreibt. Ja, sie werden sich das ausreden und sie werden sich am Nachmittag bei mir melden. Nachdem ich um 14 Uhr noch nichts gehört habe, habe ich angerufen. Gott sei Dank hat auch die Lehrerin abgehoben und habe gesagt, wie schaut es jetzt aus wegen Wohnung? Habe ich gesagt, ihr könnt es mir nicht erzählen, und das war bitte mein wirklicher Wortlaut, habe ich gesagt, dass wir in ganz Volksberg nicht irgendwo einen Platz finden werden, wo mein Bub diesen Test schreiben kann. Ja, sie müssen sich da mit der dritten Lehrerin, diese Sachkundelehrerin, erst absprechen und es wird schon irgendwie gehen. Und wir sollten morgen also um 11:45 bringen. Das haben wir dann auch gemacht. Um 11:45 hat sich dann herausgestellt, dass es also wirklich im Freien sein wird. Ich war der Meinung, die werden einschlagen und sagen, okay, setz die in den Eingang oder ins Besenkammern oder irgendwo hin. Aber es wurde dann wirklich im Freien unternommen, dieser Test. Das war aber nicht Ihr Vorschlag, Herr Fischer, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube nicht, dass irgendwer so einen Vorschlag hätte, dass ein Kind im Freien einen Test macht. Mhm. Okay, und dann kam dieser Vorschlag von der Schule, dass das Kind, also Ihr Sohn, den Test im Freien machen soll, und dann haben Sie dem zugestimmt. Okay, dann werden wir es im Freien machen. Mhm. Ich meine, es ist dann wirklich so passiert. Es war auch meine Frau anwesend. Mhm. Und natürlich haben uns dann die Lehrerin gesagt, das ist auch ganz verständlich, dass wir uns jetzt vom Kind entfernen müssen, wenn er diesen Test schreibt, mit den anderen Schülern zusammen, nur halt eher draußen im Freien. Mhm. Und wir haben uns dann entschlossen gehabt, nachdem also von der Direktorin nichts passiert ist, dass sie irgendwie eingelenkt hat oder irgendwie gesagt hat, okay, ich habe mich da jetzt erkundigt, was wir machen, gar nichts, haben wir uns entschlossen, dass wir, nachdem er den Test fertig geschrieben hat, unseren Sohn aus dieser Schule nehmen werden. Mhm. Sind in der Zwischenzeit, weil er den Test geschrieben hat, in den Ort gegangen, haben ihn dort abgemeldet und meine Frau hat dann gesagt, für sie ist es unbegreiflich, dass in Österreich sowas möglich ist, dass ein Kind da im Freien jetzt bei Minusgraden den Test schreibt und hat ein paar Fotos gemacht davon. Das glaubt man sonst keiner. So sind also diese Fotos entstanden. Es war nie geplant, dass wir da jetzt irgendwem einen Hakel ins Kreuz hauen, wie man bei uns so schön sagt in der Steiermark. Das ist einfach spontan passiert, wenn meine Frau sprachlos war. Okay, das ist sozusagen dem Ärger auch des Moments geschuldet gewesen, weil jetzt ja Ihnen vorgeworfen wird in den sozialen Medien und ja auch in einigen Medien, wie halt beispielsweise in der Kleinen Zeitung, das Ganze sei inszeniert gewesen. Weil Sie mich gerade darauf ansprechen, ich bin zutiefst enttäuscht über die Berichterstattung der Kleinen Zeitung. Es ist unwahrscheinlich, was da geschrieben wird. Und ich muss auch dazu sagen, das wird jetzt auch mein letztes Interview sein, weil das ist einfach nicht mehr eine normale Berichterstattung und vor allem nicht einmal neutral. Das ist eben der Grund. Es ist für mich unverständlich, wie man Eltern sowas vorwerfen kann. Es ist im Sinne des Kindes gewesen, dass er wieder in die Schule geht, dass er in seine Klasse geht. Und wie gesagt, das Ganze ist deswegen zustande gekommen, weil mir aus unverständlichen Gründen die Direktorin das Kind nicht in das Schulgebäude gehen hat lassen. Mhm. Und das war für mich klar. Mhm.
Und es ist dann einer dazugekommen, dass wir im Nachhinein erfahren haben, dass es bereits ein Kind in seiner Klasse gibt mit Maskenbefreiung. Das hat zwar Down-Syndrom und ist behindert, eingestuft, aber ich würde mal sagen, man sollte nicht über zweierlei Maß messen. Und das war eben dann für mich unverständlich. Wir haben, nachdem mein Sohn eben diesen Test dann absolviert hat, das Kind bei der Direktion abgemeldet, haben in der Zwischenzeit eine neue Schule gefunden, die das Ganze menschlicher sieht, und er geht jetzt in eine neue Schule. Herr Fischer, ich würde noch gerne mal auf diese Maskenbefreiung kommen, gar nicht zu dem Hintergrund, warum er maskenbefreit ist, das geht ja auch niemandem etwas an, aber da gibt es auch Kritik an dem Arzt, der dieses Maskenattest ausgestellt hat. Das ist ein Impfskeptiker, dieser Arzt, und gegen den gibt es auch eine Anzeige bei der Disziplinarbehörde der Ärztekammer. Jetzt wird natürlich in den sozialen Medien, aber wie gesagt auch in einen anderen Medien in Frage gestellt, wie echt dieses Maskenattest ist, und auch die Schule dürfte da ja anscheinend Zweifel daran gehabt haben, weil sie ja gesagt hat, sie will das erst einmal prüfen, ob dieses Maskenattest überhaupt ja, echt ist. Schauen Sie, mir, es ist ein praktizierender Arzt, am Briefkopf steht, dass er für Impfschäden und dergleichen ein Spezialist ist. Mehr habe ich nicht recherchiert, mehr weiß ich nicht über den Arzt. Mhm. Ich war froh, dass wir überhaupt einen Termin gekriegt haben, und mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Die Echtheit ist natürlich bestätigt, weil das mit Brief und Siegel und Stempel ist. Mhm. Jetzt gibt es ja diese Kritik, dass Ihr Sohn da zwischen die Fronten geraten ist, zwischen Schule auf der einen Seite, Eltern auf der anderen Seite. Wie geht Ihnen das als Elternteil, oder wie fühlen Sie sich da als Vater oder auch Ihre Frau als Mutter, wenn Ihnen das eben vorgeworfen wird, dass Ihr Sohn da eben zu einem Spielball, wenn ich das so ausdrücken darf, geworden ist? Ja, also es ist schlimm. Vor allem, ich sage, wenn man die Zeitung sieht, vor allem die kleine Zeitung, dann tut einem das als Elternteil sehr leid, weil man versucht ja nur das Beste für sein Kind. Es tun mir auch die Lehrerinnen leid, weil ich weiß, dass mein Sohn ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern gehabt hat, und auch die Lehrerinnen haben ihn sehr geliebt. Es ist schade, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und eben, wie gesagt, es ist mir unverständlich, warum die Direktorin nicht anders gehandelt hat. Jetzt haben Sie, glaube ich, auch schon rechtliche Schritte angekündigt. Gegen wen wollen Sie die einleiten? Naja, eigentlich gegen die Direktorin. Weil Sie da meinen. Den Lehrerinnen möchte ich da jetzt nicht wirklich eine Schuldzuweisung geben, weil was sollen die Lehrerinnen gegen die Direktorin ausrichten? Das heißt, Sie überlegen sich jetzt rechtliche Schritte gegen die Direktorin, weil die das Ihrer Meinung nach zu verantworten hat? Ja, also uns wurde das angeraten. Wie sind denn eigentlich generell die Reaktionen auf dieses Bild gewesen? Das ist ja gestern unheimlich diskutiert worden in den sozialen Medien, war mit Abstand die am meisten geteilte Geschichte in ganz Österreich, sogar über die österreichischen Grenzen hinweg gab es mediale Berichterstattung dazu. Wie waren die Reaktionen, die Sie als Familie da bekommen haben? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mich da nicht wirklich so drum gekümmert, weil ich war gestern mit so vielen Interviews und Zeitungen beschäftigt. Das Ganze ist eigentlich nicht von uns ausgegangen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wir haben dieses Foto, wir haben mit einem Bekannten gesprochen, der unseren Sohn sehr gut kennt, haben ihm die Geschichte erzählt, was da eben am Montag passiert ist, beziehungsweise am Dienstag passiert ist. Und ich habe immer Foto, also dieses Bild, was dann eben in allen Medien ist, habe ihm das Bild geschickt. Er war sprachlos und hat dann dieses Bild dokumentiert. Und zwar genau so, wie es vorgefallen ist. Und hat es dann, glaube ich, ich weiß es nicht wo, auf Facebook oder irgendwo gepostet, und danach ging diese Lawine auf. Natürlich die wichtigste Frage ist, wie geht es denn dem Jason? Das ist einmal ganz nett, das ist der Erste, der nach meinem Kind fragt, in einem Interview. Mein Kind ist natürlich, wissen Sie, wir haben ein bisschen einen eigenen Fall, wir sind erst seit 3 Jahren in Österreich. Wie wir in Österreich angekommen sind, das war eigentlich der Grund, war eigentlich die Schulausbildung, dass wir nach Österreich zurückgekommen sind. Ich bin fast 25 Jahre im Ausland gewesen.
Es war für meinen Sohn sehr schwer im ersten Jahr, dadurch, dass er kein Wort Deutsch sprach, dass er Freunde findet, natürlich am Anfang auch sehr gemobbt. Es war für meinen Sohn bitter jetzt, dieser ganze Zwischenfall, auch dass wir ihn aus der Schule genommen haben, weil er gesagt hat, okay, schau, das tut ihm so leid. Die Anina, das ist seine Klassenlehrer, der will jetzt noch immer, er hat Bilder malen und er tut jetzt wieder ein T-Shirt malen. Also er hat das, glaube ich, noch nicht ganz verkraftet und, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, dass er die Lehrerinnen wahrscheinlich nicht mehr sehen wird oder nicht mehr so oft wie halt vorher. Ich habe es ja bereits erwähnt, er hat sich sogar sehr gefreut, so gefreut, dass er bastelt hat und Schokolade gesammelt hat für den Schulanfang. Es war für mein Kind nicht leicht. Ich schaue jetzt, dass ich ihm so viel möglich unterstütze. Ich frage ihn immer, wenn er zusammenkommt, und hast du schon neue Freunde, wie geht es in der Schule? Wir sind sehr froh, dass in der neuen Schule, also vor allem der Direktor, ein wirklicher netter Mensch ist und ein Herz hat für Kinder. Aber das heißt, er ist jetzt schon in der neuen Schule und beginnt dort jetzt auch schon, sich einzuleben. Ja, also wie gesagt, wir haben ihn am Dienstag, nachdem ich gesehen habe, dass er von der Direktion da nicht eingelenkt wird, unseren Jungen eben abgemeldet und ab Mittwoch ging er bereits in die neue Schule. Okay. Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie das so ausführlich geschildert haben, diesen Fall. Das Wichtigste natürlich, alles Gute an den Jason und hoffen wir, dass er in der neuen Schule gut zurechtkommt. Und was mich noch abschließend interessieren würde, haben Sie jetzt schon das Testergebnis? Nein, leider nicht. Ich hoffe, es, man hört ja so viel, angeblich wird der Test nicht gewertet, weil er im Freien stattgefunden hat. Natürlich quält mich mein Sohn täglich, weil er den Lego-Bausatz will und wissen will, oder vorhin auch, er will wissen, ob er wirklich den Einser geschafft hat. Nein, wir haben leider das Ergebnis noch nicht. Dann würde ich, Herr Fischer, abschließend sagen, und ich glaube, ich spreche stellvertretend für viele Zuseher, ich glaube, aufgrund dieser ganzen Aufregung hat sich der Jason den Lego-Bausatz auf jeden Fall verdient, auch für die widrigen Umstände, unter denen er diesen Test machen musste. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schöne Grüße in die Steiermark. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann sprechen wir einerseits über das Thema Impfpflicht und die Frage, kommt diese Impfpflicht jetzt wirklich ab Februar oder nicht? Dazu diskutieren gleich im Studio Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Sie sprechen aber auch eben über dieses Bild und die Aufregung, die es rund um dieses Bild gab. Und wir sprechen auch über die aktuelle Corona-Situation, die Omikron-Welle und die Frage, ist Omikron vielleicht sogar der Exit aus dieser Corona-Pandemie? Kurze Werbepause. Pause und dann wird es gleich hitzig und heiß hier im Studio, wenn Heimo Leposchitz und Robert Miesig gleich sehr emotional diskutieren werden.